Wir haben gesagt, bis 2020 wollen wir unsere CO2 gegenüber 1990 um 40% reduzieren. Das haben wir nicht geschafft. Was bedeutet, wenn der Klimawandel so weitergeht, auch CO2 ausstoßt und dann haben wir eine schöne Landschaft ohne Windanlage, das wollen wir, Aber auch ohne Bäume. ohne Bäume, das wollen wir. Oder wollen wir auf 2,3% oder weiß ich nicht, auf 3% letztendlich verzichten, aber ein gesundes Leben führen? Also es gibt eine Studie der Internationalen Energieagentur, die besagt, dass wir allein mit küstennahen Offshore-Kraftwerken ungefähr 30.000 Gigawattstunden Strom erzeugen können. Der Weltenergiebedarf liegt nur bei 23.000. Also das heißt, wir haben im Grunde genommen hier eine riesige Reserve. Das heißt, wir müssen sinnvollerweise natürlich alles sehen. Wir können nicht die ganzen Küsten zubauen, wir können nicht alle schönen Landschaften zubauen. Wir haben aber zum Beispiel auch viele Dächer, wo wir Strom installieren können, wo wir Solarpanels noch installieren können. Da haben wir noch viel Luft nach oben. Und eben diese Kombination der verschiedenen Technologien, das ist eigentlich der entscheidende Schritt. Speicher vor allem ist ein ganz wichtiger Faktor, der eben für die Funktion von erneuerbaren Energien künftig sehr wichtig sein wird. Hinzu kommt natürlich noch teilweise ein Netzausbau. Im Moment ist es so, dass wir eben Kraftwerke haben, die wir dazu schalten können. Das kann man relativ gut prognostizieren, wann die dann angefahren werden müssen. Aber auf Dauer wird die Lösung sicherlich im Bereich der Speicher sein. Also entweder haben wir lokale Speicher, wir haben vielleicht im Mittelbereich Speicher. Oder es gibt natürlich auch Szenarien, dass wir dann Energie, zum Beispiel, wenn wir einen Überschuss haben, nach Norwegen liefern. Dort werden entsprechende Speicherkraftwerke, Wasserkraftwerke aufgefüllt in dem Moment. Und wenn wir dann die Dunkelflaute haben, dass das dann entsprechend abgerufen werden. Es ist nicht die eine Lösung. Es ist eine Vielzahl von Lösungen, die miteinander zusammenhängen, die eine ganz große Rolle spielen. Wir brauchen eine nachhaltige Energiewirtschaft. Und nachhaltige Energiewirtschaft, das heißt, muss sowohl Energieversorgungssicherheit haben, soziale Akzeptanz sein und ökologisch vertretbar. Das heißt, neben dieser Ökonomie, ökologisch, soziale Dimension berücksichtigen. Und wir brauchen auch Orientierung an den Leitstrategien, Effizienz, Suffizienz und Konsistenz, auch in der Energiewirtschaft. Sonst werden wir unsere Ziele nicht erreichen. Das heißt, unsere Ziel nicht erreichen bedeutet, wenn wir 1,5 Grad Ziel, was in Pariser Konferenz festgelegt wurde, nicht erreichen, dann haben wir mit enormen Kosten, sowohl ökonomisch, ökologisch, soziale Hinsicht.